Wie Mesh-Terms funktionieren, haben wir bereits in einem anderen Video besprochen. Die Mesh-Terms helfen uns bei der Literaturrecherche und ermöglichen uns einen zusätzlichen Zugang zur Recherche. Dafür können wir zum Beispiel den Yale Mesh Analyzer nutzen. In diesem Tool werden die Metadaten von wissenschaftlichen Aufsätzen anhand ihrer PubMed-IDs ausgewertet. Jeder Artikel bekommt bei PubMed als Identifier automatisch eine ID. Die IDs von relevanten Aufsätzen können zusammen in den Analyzer gegeben werden. Die Ergebnisübersicht gibt dann unter anderem auch die Mesh-Terms in einer Tabelle aus. So wird sichtbar, welche Paper gleiche Mesh-Terms enthalten und welche Suchbegriffe wir eventuell zusätzlich bei einer Recherche verwenden können. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden hier sehr übersichtlich dargestellt. Ein Output als Excel-Tabelle ist ebenfalls möglich. Wir können uns außerdem den Analyzer als Lesezeichen speichern und dann direkt aus der Treffermenge in PubMed Titel auswählen und vom Analyzer auf gemeinsame Mesh-Terms analysieren lassen.